Ich mag einen Rucola-Salat, sehr schön, mit Austernpilzen, gegrillt, auf gegrillte Pfanne, ist frisch. Und ich wollte ein paar Rosen machen. Eine Orange, habe ich gerade gemacht. Eine Zitrone, das habe ich auch hier. Aber kann ich trotzdem zeigen, sehr gerne. Jetzt habe ich ja nur eine Tomate. Das habe ich auch gerade vorbereitet. So, bitteschön. Und ich wollte noch gerne ein paar Herzen machen. Mit Gurken. Schneiden wir so. 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 Und so. Viermal. Mache ich jetzt so. Und das wird so. Und jetzt fange ich an mit dem Rucola-Salat. Ich habe hier ein bisschen Rucola. Nicht viel. Und dann mache ich wieder die Herzen hier in den Rucola-Salat. So. Und jetzt mache ich ein bisschen Paprika. Ganz wenig. So. Und dann Hausdressing. Olivenöl. Ich mag ein bisschen Rosmarin, das Aroma. Und zwei, drei Blätter Salbei. Jetzt brate ich das, Sandpilz. Bisschen Salz. Bisschen Pfeffermühle. Die sind schon fertig jetzt. Und jetzt mache ich auf den Salat. So. Jetzt dazu gebe ich auch ein bisschen Pinienkerne. Und ein bisschen Parmesan. Frische Parmesan. So, das ist unser Rucola-Salat. Rucola-Salat mit Austernpilz frisch, Pinienkerne und Parmesan, Hausdressing, alles frisch bei uns. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de